Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar. Ich bin Clemens Benke. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt die verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien die schlimmste Naturkatastrophe in Europa seit einem Jahrhundert. Gut, eine Woche nach dieser Katastrophe ist die Zahl der Toten auf mehr als 40.000 gestiegen. Die tatsächliche Zahl der Toten und Verletzten liegt laut WHO wahrscheinlich höher. In beiden Ländern brauchen 26 Millionen Menschen demnach Lebensmittel, medizinische Versorgung, Unterkünfte und andere humanitäre Unterstützung. Und die WHO warnt vor dem Ausbruch von Infektionskrankheiten. Und vielleicht seid ihr ja auch dabei gewesen am Montag bei der Gedenkveranstaltung auf dem Hamburger Rathausmarkt. Es war schon sehr bewegend. Viele hatten Kerzen oder Blumen mitgebracht. Bis zu 2.500 Menschen sind dort gewesen. Ich finde das richtig toll, dass man zusammenhält, zusammentrauert, vielleicht auch ein bisschen mehr Spenden sammeln zu können, weil das jetzt ganz wichtig ist. Wir haben Verwandte verloren, Bekannte verloren, Freunde verloren. Es ist alles im Moment sehr, sehr schwer. Und wir können von hier aus nur mit Geld und mit irgendwelchen Sachen helfen. Wir sind sehr, sehr traurig. Wir fühlen unser Herz irgendwie dahingerissen in die Türkei. Ja, diese Versammlung hier, dass alle eins sind, unser Herz schlägt gerade für Syrien und für die Türkei. Auch die Fraktionschefin der Hamburger Linken, Cansu Özdemir, hat Angehörige in der vom Erdbeben betroffenen Region in und um die Stadt Malatya in Ostanatolien, die dort ihr Leben verloren haben. Ich spreche gleich mit ihr dann unter anderem auch über die politischen Hintergründe dieser schweren Naturkatastrophe. Hier ist jetzt erstmal unser Nachrichtenüberblick. Hätte der zweifache Mord in dem Regionalzug in Brockstedt verhindert werden können? Eine Frage, die mit letzter Sicherheit wohl nicht beantwortet werden kann. Aber das Risiko, dass so etwas erneut passiert, das soll minimiert werden. Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina und Innensenator Andi Grote haben heute ein entsprechendes Maßnahmenpaket vorgestellt. Chefreporterin Carolina Koplin, was sind denn jetzt die Konsequenzen? Also grob zusammengefasst soll die Kommunikation der zuständigen Stellen auch länderübergreifend verbessert und Zuständigkeiten klarer definiert werden. Ein Ziel soll es zudem sein, die Zeit einer Untersuchungshaft besser zu nutzen und gegebenenfalls Abschiebungen vorzubereiten. Außerdem werden sich momentan nochmal die Akten anderer Häftlinge angeschaut, ob die sich gegebenenfalls auch schon extremistisch geäußert haben, wie es ja Ibrahim A. vor seinen Morden getan hatte. Solche Hinweise werden dann künftig auch an den Verfassungsschutz und den Staatsschutz weitergeleitet. Generell sollen Risiken durch potenziell aggressive Gefangene besser und frühzeitiger erkannt werden und sie sollen nach der Entlassung besser betreut werden. Der Wunsch ist es außerdem, die Videoüberwachung auch in Fern- und Regionalzügen auszubauen, das Waffenverbot an Bahnhöfen und in Zügen zu verschärfen und auch zivilen Polizisten mit Dienstwaffe das kostenlose Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln zu erlauben. In Hamburg wird wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei uns zu einem ersten ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das hat dann auch wieder Auswirkungen auf den Nah- und Flugverkehr. Marc Elvers. Die Arbeitgeber haben in der ersten Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigten in Bund und Kommunen kein Angebot vorgelegt. Jetzt wird also gestreikt. Und zwar an allen Ecken und Enden in Hamburg. Ab 4 Uhr morgen früh streiken die Beschäftigten der HADAG. Das dürfte vor allem Airbus-Mitarbeiter treffen, die mit der Fähre nach Finkenwerder müssen und auch Musical-Besucher. Das Unternehmen glaubt nicht, dass der Betrieb aufgenommen werden kann. Ob einzelne Linien im Laufe des Tages doch befahren werden können, wollen die Verantwortlichen im Laufe des Tages entscheiden. Ab 4 Uhr Freitag früh soll alles wieder planmäßig laufen. Außerdem sind die Beschäftigten in der Agentur für Arbeit in Hamburg, der Deutschen Rentenversicherung, der Verbraucherzentrale, bei Hamburg Tourismus und den Berufsgenossenschaften zum Streik aufgerufen. Und am Freitag soll auch wieder der Hamburger Flughafen bestreikt werden. Verdi fordert 10,5% mehr Gehalt für die Beschäftigten bei Kommunen und Bundesbehörden, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Der gravierende IT-Ausfall bei der Lufthansa geht auf Arbeiten zum Ausbau der Frankfurter S-Bahn zurück. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde an der Baustelle für eine S-Bahn-Linie durch ein beauftragtes Bauunternehmen gegen 19 Uhr ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom durchtrennt. Die Bahn hat die Telekom umgehend über den Schaden informiert, heißt es. Von der Beschädigung sind nach aktuellen Erkenntnissen auch IT-Systeme der Lufthansa betroffen, was seit heute Morgen am Frankfurter Flughafen zu Flugausfällen geführt hat.
Eine technische Störung gab es heute Morgen auch bei den Telefonen von Polizei, Feuerwehr und zahlreichen Behörden. Die Störung hat sich auf Teile des Telefonnetzes von O2 ausgewirkt, das sagt ein Polizeisprecher. Gegen 9 Uhr ist die Störung wieder behoben gewesen. Ob die Notrufnummern 110 und 112 auch betroffen waren, das konnte der Sprecher nicht sagen. Warum es zu dieser Störung beim Telefonanbieter Telefonica kam, war zunächst nicht bekannt. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um 9:30 in den Hamburg 2 News. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Mit einer Schweigeminute hat die hamburgische Bürgerschaft heute der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gedacht. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sprach Angehörigen und Freunden vor Beginn der Sitzung das tiefe Mitgefühl des Parlaments aus. Auch in Hamburg werde getrauert, sagte Veit. Zehntausende Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihre familiären Wurzeln in der Türkei oder in Syrien haben, beklagen den Tod von Familienangehörigen und Freunden, so Veit. Bei mir im Studio ist heute Cansu Özdemir von der Hamburger Linken. Auch sie hat Angehörige bei diesem schweren Erdbeben verloren in und um Malatya in Ostanatolien. Hallo erstmal, Frau Özdemir. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie gekommen sind. Hallo, vielen Dank. Wie ist denn die aktuelle Lage jetzt vor Ort bei Ihren Verwandten, bei Ihren Angehörigen? Welche Informationen haben Sie denn aktuell? Ja, nach heutigem Stand wissen wir, dass drei Tanten ums Leben gekommen sind. Zwei wurden tot geborgen. Eine liegt leider noch immer unter dem Schutt. Drei weitere, die schwer verletzt überlebt haben, die sind mittlerweile in einer Großstadt und werden medizinisch versorgt. Das heißt, Sie sind in Kontakt mit Ihren Verwandten und telefonieren auch? Oder wie können Sie in Kontakt treten mit ihnen? Mittlerweile können wir auch wieder telefonieren. Sie sind auch wieder gut erreichbar, auch natürlich über andere Verwandte, die nicht betroffen waren von diesem Erdbeben. Vorher war es natürlich fast unmöglich, sie zu erreichen. Wie geht es den anderen Menschen aus dem Dorf, wo ihre Verwandten auch gewohnt haben? Auch den anderen Menschen geht es sehr schlecht. Allein an einem Tag wurden 11 Menschen beerdigt und das sind auch die, die geborgen wurden konnten. Andere liegen, wie gesagt, immer noch unter den Trümmern. Das Dorf ist wie eine kleine Geisterstadt. Es ist jetzt verlassen, es wurde evakuiert. Und das Schlimme ist dann natürlich, es ist ja nicht ein Dorf, es sind ja über 30.000 Menschen, die jetzt ums Leben gekommen sind. Und die Tendenz ist leider steigend. Laufen denn dort bereits Aufräumarbeiten auch oder immer noch Evakuierungsmaßnahmen? Sie sagen ja gerade, das Dorf ist evakuiert worden. Sind Rettungskräfte dort im Einsatz noch? Rettungskräfte kamen leider erst sehr spät. Das heißt, die Toten oder die Verletzten wurden dann mit den eigenen Händen sozusagen ausgegraben. Und das ist ja die Situation, die in vielen anderen Städten, die ja betroffen waren von dem Erdbeben, ja auch passiert ist. Das Dorf ist jetzt nicht bewohnt. Also es finden dort auch keine Arbeiten statt. Wie gesagt, die Leichen liegen noch unter den Trümmern. Haben Sie denn Hinweise darauf, warum es dazu gekommen ist, dass Rettungskräfte so spät dorthin gekommen sind, dort in Einsatz gekommen sind? Dazu muss man ja sagen, dass die Rettung der Menschen nicht oberste Priorität der Regierung war. Das hat man ja ganz deutlich gesehen, an dem, dass die AKP-Regierung ja 2 Tage, nachdem das Erdbeben stattgefunden hat und überall Menschen nach Hilfe gerufen haben, sie eben Rojava, also Nordostsyrien, bombardiert haben. Eine Region, die auch dermaßen von diesem Erdbeben betroffen ist und wo eben auch viele Binnengeflüchtete leben. Warum, Frau Özdemir, warum haben die Verantwortlichen nicht sofort alles in Bewegung gesetzt, um den Betroffenen zu helfen? In den Regionen, die vom Erdbeben betroffen sind, leben ja auch viele Alevitinnen, es leben viele Kurdinnen. Und es leben auch viele Menschen da, die eben nicht unbedingt die AKP wählen. Und dementsprechend ist da jetzt eine enorme Wut auch bei den Menschen. Eine enorme Wut, weil sie ja auch seit 1999 eine Erdbebensteuer zahlen. Und das sind bis heute 37 Milliarden Dollar, die zusammengekommen sind. Aber das Geld ist auf einmal weg. Und ein ehemaliger Minister hat jetzt behauptet, dass dieses Geld veruntreut wurde. Und gerade dieses Geld war dafür da, um die Häuser erdbebensicherer zu machen. Also präventive Maßnahmen auch umzusetzen und dann natürlich auch, um das Geld einzusetzen im Falle eines Erdbebens, um die Hilfen zu sichern, um schnelle Hilfen zu sichern. Die Erdbebensteuer, die Sie ja gerade erwähnt haben,
Kosten für den Bau von erdbebensicheren Gebäuden 37 Milliarden US-Dollar. Wo sind die denn hin? Weiß man das? Das ist ja die Frage, die sich jetzt viele Menschen wirklich stellen. Mhm. Erdogan ist ja nach 3 Tagen des Erdbebens erst vor die Kamera gekommen, also auch in die Region erst gefahren und hat dann von Schicksal gesprochen. Das ist kein Schicksal. Und es darf hier nicht um Schicksal gehen, sondern es muss um Verantwortung gehen. Ja. Es ist ja klar, dass die Türkei, bestimmte Regionen der Türkei im hochtektonischen Risikogebiet liegen. Ja. Man hat natürlich die Situation, dass man immer wieder von einem Erdbeben überrascht werden kann. Aber es liegt auch in der Verantwortung der Regierung, erstens schnelle Hilfen zu leisten und nicht nach erst 4 Tagen dann zum Beispiel in der Stadt Hatay anzukommen, wo Menschen erfroren sind, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass die Häuser, die gebaut werden, auch erdbebensicher sind. Es werden illegale Bauvorhaben einfach genehmigt. Es ist wirklich so, man hat sich die Steine mal angeguckt, dieser Häuser. Sie zerfallen einfach, wenn man sie auf den Boden wirft. Man benutzt weniger Material und auch sehr schlechtes Material von der Qualität her, um billiger bauen zu können und teurer verkaufen zu können. Und die Menschen vertrauen darauf, dass diese Häuser, wo sie so viel Geld investieren, eben erdbebensicher sind. Soll ja jetzt auch sehr schnell Verhaftungen gegeben haben von Verantwortlichen, also von Bauunternehmern zum Beispiel. Und laut türkischer Nachrichtenagentur soll ja auch das türkische Justizministerium die Staatsanwaltschaft aufgefordert haben, in den betroffenen Provinzen spezielle Ämter zur Untersuchung von Vergehen in Verbindung mit dem Erdbeben einzurichten. Wie bewerten Sie das? Der Regierung war ja bekannt, dass diese Personen, die jetzt festgenommen worden sind, dass sie diese Bauvorhaben hatten und dass sie halt auch mit diesem Material gebaut haben. Das wurde ja durchgewunken. Mhm. Also es war ja etwas Bewusstes. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Art Show, die sie jetzt abziehen, also um deutlich zu machen. Also man sucht einen Schuldigen, genau, der dann in Verantwortung genommen werden kann. Genau. Und das sind im Endeffekt ja Menschen, die halt auch mit der Baubehörde kooperieren, die ja auch im Endeffekt nicht ohne eine gewisse Genehmigung dort bauen. Die wissen, der Staat wusste es. Und das ist halt eine Art Dreieck dieser Korruption. Und deshalb sind die Menschen ja auch wütend, weil es eben diese Korruption gibt und am Ende jetzt eben so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Also diese Trauer schlägt jetzt langsam in Wut um. Das liest man ja auch, das hört man ja auch und das kann man ja auch nachvollziehen vor dem Hintergrund, ne? Eine Reaktion der Regierung war ja eben nicht nur Kritikerinnen festzunehmen, wie sie es jetzt gemacht haben, wenn sich halt Menschen kritisch geäußert haben über die Hilfen, über das, was gerade geschieht, über Minister, die sich in der Region treffen und lachend posieren vor der Kamera. Sie sind auch wütend darüber, dass zum Beispiel Twitter eingeschränkt wurde. Und Twitter war ein total wichtiges Medium, weil viele Menschen, die unter den Trümmern lagen, haben ihre Standorte über Twitter bekannt gegeben und so konnte man sie finden. Und dass das dann einfach aus dem Weg geräumt wird und diese Menschen, den Menschen ja wirklich nichts mehr übrig bleibt, das ist wirklich ein Skandal. Ihr hört Hamburg aktuell, unseren Stadtnachrichten-Podcast. Bei mir im Studio ist Cansu Özdemir von der Fraktion der Hamburger Linken. Frau Özdemir, hätte das Unglück in diesem Ausmaß verhindert werden können aus Ihrer Sicht? Natürlich kann man ein Erdbeben nicht verhindern, aber man kann das Ausmaß auch etwas beeinflussen. Ja. Und dementsprechend war es ja eben auch so wichtig, dass die Gebäude auch erdbebensicherer gebaut werden. Wir sehen das ja auch in Japan. Das ist ja auch eine Region, die in einer hochtektonischen Risikozone sich befindet. Und die Türkei hat es bewusst, es ist ja nicht mal so, dass sie es irgendwie verpasst hat oder so, sie hat es bewusst ignoriert, dass irgendwann ein Erdbeben geschehen kann und tausende Menschen sterben können. Ich möchte nochmal auf den Hilfeaspekt zu sprechen kommen. Sie selbst organisieren ja auch Hilfe. Was können Sie denn jetzt konkret machen? Was können wir konkret machen, um dort zu helfen? Kommen wir denn durch mit unseren Spenden, mit unseren Hilfen? Ich finde es unglaublich wertvoll, dass so viele Hamburgerinnen und Hamburger sich zusammengetan haben und so viel
Sachspenden zusammenbekommen haben und zum Beispiel Windeln, Babynahrung, das ist ja wirklich als total wichtig, auch Medikamente. Kommt das an dort? Das ist ja genau die, das ist ja genau die Problematik. Es gibt dort niemanden, der oder die das richtig koordinieren kann. Uns erreichen jetzt gerade Bilder, wo Sachspenden einfach angezündet werden oder Sachspenden einfach in der Gegend rumliegen. Und warum ist das so, Frau Özdemir? Warum? Weil der Staat ist nicht organisiert und koordiniert. Und Sachspenden werden zum Teil dann eben auch beschlagnahmt. Das haben wir bei vorherigen Erdbeben ja auch immer wieder gesehen. Deshalb ist es auch sinnvoll, Geldspenden zu machen. Also ich finde es persönlich auch nochmal wichtig, den kurdischen Roten Halbmond zu erwähnen, denn der erreicht eben nochmal Regionen, wo Menschen eben keine Hilfen bekommen. Das ist dann eben auch Nordostsyrien, also Rojava der Teil. Dann aber auch Medico International, die dann in Syrien eben vor allen Dingen auch das Geld für die medizinische Versorgung der betroffenen Menschen einsetzen. Lassen Sie uns das nochmal zusammenfassen. Was brauchen denn die Menschen jetzt am dringendsten? Die Menschen brauchen gerade alles. Alles. Das kurz gesagt, aber Geldspenden finde ich total wichtig gerade, weil es ist wichtig zu wissen, dass dann vor Ort eingekauft werden kann und zum Beispiel das Geld auch verwendet werden kann, um Container aufzustellen. Es sind Minusgrade, die Zelte der Regierung bringen einfach nichts. Die Menschen frieren, deshalb brauchen sie langfristig auch Container, denn es ist keine Sache, die in 2 Monaten oder 3 Monaten vorbei sein wird. Das kann auch Jahre dauern. Ja, wie organisieren Sie Ihre Hilfe dort in den betroffenen Gebieten? Also die Hilfe dort kommt natürlich auch zum Teil über Verwandte an. Was ich natürlich persönlich gemacht habe, ich habe halt an den kurdischen Roten Halbmond gespendet, auch an Medico International. Aber ich habe dann auch Personen, denen ich vertraue, denen ich Geld gebe und die dann vor Ort eben auch einkaufen können. Und das hat natürlich nicht jede Person, die helfen möchte. Trotz dessen gibt es ja die unterschiedlichen Spendenkontos, wo man das Geld dann eben auch überweisen kann. Wissen Sie aus der türkischen Community in Hamburg, ob jetzt auch viele, die dort Verwandte und Freunde und Bekannte haben, auch hinfahren wollen? Ja, es sind schon einige hingefahren. Also ich weiß von einer kurdischen Familie, die haben 17 Angehörige verloren. Die leben in Hamburg und sind dann auch mit einer größeren Gruppe an Verwandten rübergereist, um dort eben mit anzupacken und zu helfen. Wer hinfliegen kann und mit unterstützen kann, das ist natürlich begrüßenswert. Und man muss dazu natürlich aber auch sagen, die Regierung versucht halt auch zu blockieren und versucht auch die Helfenden daran zu hindern, zu helfen, zu unterstützen, dort einzukaufen. Warum gibt es diese Blockade aus Ihrer Sicht? Sind das politische Motive? Sie findet aus politischen Motiven statt. Man möchte natürlich nicht die Bilder haben, wo ausländische Helferinnen und Helfer dort gefeiert werden. Man möchte natürlich, dass die Regierung die Lorbeeren einsammeln kann. Das wird aber jetzt nicht passieren. Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal sagen, wer jetzt in die Türkei fährt, um dort Verwandte oder Bekannte zu besuchen. Es ist auch möglich, dort Sachspenden mitzunehmen, aber nicht hinzuschicken. Ne? Also wenn sie neuwertig sind, ist das unproblematischer. Trotzdem kommen diese Sachspenden eben nicht immer an. Was wir jetzt, wir haben jetzt einen konkreten Fall, das habe ich heute noch mal mitbekommen, dass da ein LKW angekommen ist mit Sachspenden und plötzlich die Regierung dann diese Sachspenden beschlagnahmt hat und als ihre ausgegeben hat. Also das kann halt auch passieren. Wichtig ist natürlich, dass diese Spenden ankommen. Wer Glück hat, der bekommt das auch wirklich am Ende hin. Und wie gesagt, ich beobachte das auch in den sozialen Medien, wenn jetzt Leute da hinfahren, also vor allen Dingen auch so Influencer zum Beispiel, und auch Geld gespendet bekommen, die zeigen dann halt auch nochmal per Video, wie sie dann halt diese Spenden unter anderem verteilen. Das ist natürlich auch, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber nicht alle LKWs kommen durch und nicht alle Sachspenden kommen da an, wo man sie halt haben möchte. Hamburg aktuell, ihr hört euren Stadtnachrichten-Podcast. Frau Cansu Özdemir ist bei mir im Studio, Fraktionsvorsitzende der Hamburger Linken. Frau Özdemir, welche Auswirkungen wird diese furchtbare Katastrophe, dieses schreckliche Erdbeben denn möglicherweise auf die Wahl in der Türkei haben, die ja jetzt im Mai stattfinden soll?
Die Frage ist, werden überhaupt Wahlen stattfinden? Erdogan hat ja die Möglichkeit, die Wahlen vorzuziehen. Er hat die Möglichkeit, die Wahlen auch wieder zu verschieben. Also wird er zu diesem Zeitpunkt die Wahlen überhaupt stattfinden lassen oder wird er sie nicht stattfinden lassen? Gerade in einer Situation, wo er ja auch in der Öffentlichkeit ziemlich geschwächt ist. So. Und auch gerade in Regionen, wo er natürlich auch Wählerstimmen mobilisieren konnte. Das wird halt die Frage sein und eine Entwicklung, die jetzt gerade noch nicht so diskutiert wird. Aber ich könnte mir gut vorstellen, vor dem Hintergrund der Wut der Menschen, dass er jetzt ein Jahr lang erstmal abwarten wird, weil er jetzt versprochen hat, innerhalb eines Jahres die Häuser und die Städte wieder aufzubauen. Und wir können uns ja vorstellen, wie innerhalb eines Jahres, wie stabil diese Gebäude dann sein werden. So, ob sie dann einem weiteren Erdbeben wieder standhalten. Genau. Und er möchte halt erstmal liefern und dann wahrscheinlich erst zur Wahl gehen. Jetzt hatten Sie vorhin erwähnt, dass Ihre Verwandten und Bekannten in Sicherheit sind, Gott sei Dank. Werden Sie sie besuchen können? Ich kann sie leider nicht besuchen, weil ich aus politischen Gründen nicht in die Türkei einreisen kann. In meiner politischen Tätigkeit als Abgeordnete habe ich des Öfteren auch die AKP-Regierung kritisiert. Und das ist natürlich in der Öffentlichkeit bekannt. Dementsprechend gibt es auch Hass- und Hetzkampagnen in der Türkei gegen mich. Und dementsprechend wäre eben eine Einreise nicht so sicher für mich. Frau Özdemir, ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2, Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Saskia Esken, die Parteichefin der SPD, die ist ja gerade zu Besuch in Hamburg gewesen, ist mit unserem Bürgermeister unter anderem durch den Hafen geschippert und morgen ist sie dann bei uns im Podcast. Unter anderem äußert sie sich da zur Tonnagesteuer der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Die Reederei hat ja im vergangenen Jahr mehr als 9 Milliarden Euro Gewinn eingefahren und zahlt nur einen sehr geringen, einen zweistelligen Millionenbetrag durch diese Tonnagesteuer eben an Steuern. Mehr dazu also morgen in unserer neuen Folge von Hamburg aktuell. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.